Guck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zop Tomb Raider, The Angel of Darkness, der sechste Teil der Reihe. Mit der wahnsinnig und wahnsinnig sexy Lara Croft. Oh, ich bin ein Schwein. So. Wir können jetzt da drüben reinkriechen. Gibt es dort irgendwelchen Plunder zu finden oder was ist hier los? Ja. Wir können auch erstmal hier runterkriechen. Ah! Was? Den Unterschied zwischen hoch und runter, wann wirst du ihn begreifen? Also wirst du schon merken, wenn gewisse Sachen nach oben springen oder nach unten springen. Ja. Weil das, was du gerade gemacht hast, war nach oben springen. Ja. Ich denke mal, die Tür hier können wir auch von der Seite jetzt öffnen. Ja. Was machst denn du? Lauf doch einfach mal hier die Treppe hoch. Wo ist denn das Problem? Ja. Also, jetzt haben wir alle Türen erstmal offen. Ja. Also, manchmal hängt sie dann irgendwo fest und so weiter. So, hier ging es nicht auf. Das hatten wir ja schon. So, und hier genauso. Genau das gleiche. Ja, warum ich das dann nochmal probiere, keine Ahnung. Weil ich es nicht wahrhaben will. Und Lara auch nicht. Aber nach dem Spiel, wenn ich jetzt die Aufnahme beendet habe, kommt sie dann immer, kommt Lara dann immer sagt sie zu mir, sagt dann immer zu mir, da war nichts. Das haben wir schon einmal gemerkt. Und das, was du dort hörst, ist eine Halluzination. Herzlichen Glückwunsch, du bist geisteskrank. Das sagt sie dann immer zu mir. Hm. Ja. Ja, ich dreh dich doch mal richtig um, Mädel. Mensch. Lara. Ja. Hier rein. Oh. Ja. Willst du es gegen die Wand pinkeln? Wer möchte sehen, wie Lara gegen die Wand pinkelt? Du sollst da reinkriechen. Wo ist denn jetzt das Problem? Du drehst dich so und dann so. So. So, dann gucken wir erstmal, ob es hier unten irgendwas zu holen geht oder ob das. Ja. Das sah von unten gerade aus wie. Ja. Da baumelt sie. Ja, wie gesagt, ist hier bloß Plunder zu holen oder ist ja was wichtig? Das weiß ich eben nicht. So, müssen wir die Tür hier aufmachen? Wir sind aber auch Gegner. Ja, wie gesagt, wo bin ich jetzt richtig? Hier ist der Notausgang. Geht nicht. Geht nicht, die Karte haben wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier lang. Ich meine, wir können notfalls noch mal rausgehen. Und auf die andere Seite gehen. Keine Chance. Okay. So, raus hier. So, nächstes Zimmer. Ui. Wo ist einer?
Hey, vous, plus un geste! Lara, du hast gerade einen Menschen getötet. Jo, geh mal her, jo. Geh mal mit. Ja, danke schön. Was soll mir das jetzt sagen? Ach so. Und was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung. Wir können das hoch und runter und ranzoomen. Ja, können wir hier? Nee. Okay. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen damit. Das ist eins hier, das ganze Ding, oder? Ah, Mademoiselle hat es gern ordentlich. Wir können auch noch rechts und links. Ja. Ja, hast du es denn etwa nicht ordentlich im Croft Manor? Aus hier. So, was auch immer wir jetzt hier dadurch erreichen sollten, ich habe keine Ahnung. So, hier kommen wir bestimmt nicht rein, oder? Ja, hier brauchen wir einen Code. Nee, brich ab die Scheiße. So, okay. Also entweder... Nein. Steht hier irgendwo der Code? Und ich habe ihn noch nicht gefunden. Wahrscheinlich auch hier durch die Kamera, dass wir durch die Kamera den Code finden müssen. Was? Ach, das ist... Hä? Nein! Das ist... Warte mal, hier. Nee, lass mal Ruhe. So. Wir gehen mal hier rüber. Ah, das muss ich mir mal aufschreiben hier. Warum soll ich mir... Ich hab doch Zettel und Stifte zur Hand. Ja. Ach, das ist die Maus wieder hier. Moment. Hier. 14639. 14639. Jawohl. So, wunderbar. So, okay. Oh, jetzt lass mal in Ruhe den Scheiß hier. So. Jetzt ist aber wie gesagt immer noch da drüben. Wo der andere Typ stand in dem Fenster. So. Wir würden erstmal speichern hier. Ja, komm hier. Egal. 1 4 6 3. Jetzt hat er das doppelt gedrückt, oder was? Warte nur. Nein! Kann ich das irgendwie rausnehmen hier? Eins, vier. Macht mich wahnsinnig. Eins, vier, sechs, drei, neun. Ja. Mensch! Oh, hier haben wir gerade reingeklotzt. Gemälde der Finsternis. Ich habe hier etwas über die Gemälde der Finsternis gefunden. Ursprünglich gab es 5 auf Holz gemalte Bilder. Sahen wohl aus wie russische Ikonen oder so.
Gemalt hat sie der dunkle Alchemist Peter van Eckhart im 14. oder 15. Jahrhundert. Alle fünf Gemälde zusammen bilden eine sogenannte Sanglyphe oder ein Blutsiegel, was es damit wohl auf sich hat. Die Lux Veritatis haben Eckhart die Gemälde abgenommen und mit religiösen Motiven übermalt. Aber wer waren die Lux Veritatis? Angeblich ist in jedes Gemälde ein Machtsymbol aus Metall eingearbeitet. Deshalb ist Eckhart so scharf auf die Bilder. So. Okay, es ist alles, was wir finden sollten. Die fünf Stiche der Finsternis. Ah, hier steht etwas über die Stiche der Finsternis. Angeblich enthalten sie verschlüsselte Karten, die zu den Verstecken der Gemälde führen. Na, das hört sich doch gut an. Ja. Da stehen wir wieder drauf, ja? Jawohl. Erstmal hier alles ausräumen. Warte. Nee, das hatten wir doch gerade. Also das können wir nicht mehr. Was ist hier mit dem Schränkchen? Nein! Mensch, Lara! Verdammt doch mal! Machst mich manchmal verrückt. No. So, war hier noch irgendwas? Bruder Obscura. Ich habe hier etwas über den Künstler, der die Gemälde übermalt hat. Bruder Obscura. Angeblich sollte er die Bilder des dunklen Alchemisten unter religiösen Motiven verbergen. Danach wurden die Gemälde versteckt. Aber er hat die Gemälde heimlich kopiert und seine Skizzen ebenfalls versteckt. Man nennt sie Stiche der Finsternis. So. Ist noch irgendwas drin? Immer schön alles plündern. Das ist der Ausweis, den ich brauche. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage. So, wir müssten ja alles haben, oder? Wir speichern aber nochmal auf einem anderen Platz. Ja, zack. Da. So, heute am, wenn die Folge erscheint, ist ja der erste Weihnachtsfeiertag. Ja. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt... Ja, mach mal auf hier. Na, was denn? Du sollst den Scheiß hier aufmachen. Geh doch mal rein hier. Ja, hier sind wir in so einem Treppenhaus. Wie gesagt, ich will da drüben noch mal rein, auf der anderen Seite. Müssen wir uns mal gucken, wo wir überhaupt hergekommen sind. Weil. Aber wir haben ja gespeichert, notfalls. Hier kommen wir nicht weiter. Wo sind wir hier? Hey, vous, plus un geste! Das sieht irgendwie also aus wie das Ziel, oder? Wo wir hinwollen. Also wenn wir jetzt schon das nächste Level oder sowas kommen, dann mache ich ruder ich wieder zurück und gehe nochmal die Räume, anderen Räume ab hier. Das ist ja Inbegriff von so einem Blind Let's Play, dass wir hier... Ah, hier sind wir hier wieder. Okay. Wir sollen auf jeden Fall da rein. Oh. Ich will aber... Wo sind wir rausgekommen?
Wir sind... Ich will ja noch mal. Ach verdammt. Ups. Wir gehen das Ganze noch mal ab hier, oder? Geht das noch mal? Wenn wir uns so hart anstellen hier und alles eher ewig dauert, dann geht hier nichts. Ja. Ja. Lauf. Mhm. Hoch hier. So, von hier sind wir gekommen. So, wir wollen hier noch mal hoch. Das ist die Seite mit dem Rohr, genau. Hara! Lara! Machen hier mal, was du willst, du! Ich bin dein Herr und Meister. So, hoch hier. Na los! Ja, genau so. Speichern wir das jetzt hin. Wie gesagt, da gehen wir den Wecker nochmal. Ich speichere das jetzt hier rauf. Wo wir hier drin? Was war hier? Hier ging nicht auf, oder? Nö. Wo hier? Auch nicht. So, hier? Auch nicht. So, dann höchstens nur noch hier. Auch nicht. Hm. Dann war das also doch bloß eine hinterlistige Falle. Oder? Verdammt. Okay, dann ist hier tatsächlich nichts weiter. Verdammte Scheiße. Verdammt doch mal, du sollst gucken, was ist da oben? Da oben höchstens irgendwas. Nö. Auch nicht. Ja, okay. Dann ist hier nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, raus hier. Ja. So macht das eine Frau Kroft. Die springt da einfach durch. Ja. Ach nee. Falsch. Ja gut. Drüben ist doch die Leiter. Oh, hops. Lara. Ja, komm hier. Und hops. Da, vorwärts. Ah. Bist du nicht so. Als ob dir das weh tut. Du bist Lara Croft, die tut nichts weh. Du bist unsterblich. Und unverletzbar. Na gut, mit dem Unverletzbaren. Das hätte ich manchmal gern. Bock, bock, bock. So, noch mal rein hier, komm. Oh.
Lauf. Und jetzt? Achso. So. Schön gebaumelt, oder? Ja. Können wir, was ist das hier? Können wir noch irgendwas machen? Nö. So, das war direkt hier jetzt. Okay. Gut, okay, da hätten wir alles abgeklappert. Ich hoffe mal, wir haben nichts vergessen. Höchstens die eine Tür, wo sie noch zu schwach war dort, aber... Da kommen wir jetzt nicht mehr so wirklich hin. Aber wir sind ja jetzt hier wieder. Können wir von hier aus noch irgendwo hin? Ach, hier war ja bloß der Wachmann hier, der... So. Abspeichern das Ganze hier. Guck mal hier. Zack. Ganz einfach. Ja. Lara Croft will rein, also hast du ab, dir aufzumachen. So einfach ist die Geschichte. Ganz einfach. Da gibt's kein Wenn, da gibt's kein Aber, sondern einfach nur hier aufmachen, wenn Lara Croft kommt. So. Hier wird mich doch gleich einer überfallen wollen, oder? Hey, vous, plus un geste! Was? Wo? Wo denn? Pfui. Oh. Ist das hier das Corpus Delicti? So, jetzt gucken wir uns gleich an, wie lange haben wir noch, um hier rumzueiern. So, ich schätze mal, nee, das hier ist nichts. Oder sollte das hier bloß wieder sein, hier, Gefahrenzone. Ist hier oben irgendwo irgendwas? Nee. So, oder das Ding hier? Auch nicht. Wir müssen wahrscheinlich doch weiter runter. Also. Probieren wir es doch einfach mal, würde ich sagen. Hopp. Ja. Mal auf. Hier hinten, das sieht aus wie Lara-Raum. Vielleicht erfinden wir ja noch was hier für die Lara. Dass der Lara hier weiterhilft. Aus hier. Okay, da lang. Okay. Wir gucken aber noch mal, wir gehen noch mal hoch in den Raum und gucken, ob da wirklich nichts mehr war. Also größere Räume oder so, das hat immer den Anschein, als ob da irgendwas drin ist, was wir gebrauchen können. Am Ende vergessen wir hier die Hälfte. Wir sind von hier oben gekommen. Genau. Das Ding sieht tatsächlich so aus, als ob das hier irgendwie wichtig wäre. Ist es aber nicht. Aber ich denke mal, wenn hier keine Hand kommt oder so, dass wir irgendwas mehr machen können, dann ist hier nichts. So, die Tür hier ist auch dicht. Können wir auch nichts machen. Was ist hier? Achso, hier hängt bloß der Scheiß dran. Nee, okay, das war wirklich bloß hier wegen dem Typen da, oder? Jo, na dann runter hier. Lara, mein Schatz. Da lang. Jo. Heute am ersten Weihnachtsfeiertag.
Wer hätte das gedacht? Ja. Okay, dann würde ich das Ganze mal hier abspeichern. Wie lange haben wir? Ja, speichern. Ja. Okay. Die Ausgrabungsstätte. Na, sieh mal einer an. Kommen wir hier wieder zurück? Nö. So. Nee. Hier packen wir mal eine andere Sache, eine Waffe ein. Was haben wir noch? Halbautomatik. Normale Munition. Was ist das? Desert Ranger. Wir nehmen die Desert Ranger mal mit hier. Ja. Desert Ranger. Wahnsinn. So. Müssen wir gerade gucken. Nicht in die Lösung, sondern ich will was anderes gucken. Jo, hier haben wir es doch. Wo sind wir jetzt? Die Ausgrabungsstätte. Wir sind jetzt unter dem Louvre. Okay. Das ist wieder so ein Abschnitt. Das ist ja so ein Abschnitt wie das Ghetto. Wo es mehrere kleine Abschnitte gibt. Da müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Okay, höllisch aufpassen, dass wir nicht wie bei der Kanalisation irgendwie da irgendwas verpassen, was wir. Dass wir alle gegen den mitnehmen. Weil, wie gesagt, Geheimnisse gibt es ja hier keine, wie in den ersten 5 Teilen und wie in den Teilen danach. Oh. Weil hier haben wir tatsächlich mal ganz entspannt ohne Geheimnisse. Die Ruhe vor dem Sturm, weil im 7. Teil, im nächsten Teil, im direkten Nachfolger, und über werden wir geradezu mit Geheimnissen überschüttet. So. Okay, wir sind von hier gekommen. So, dann würde ich mal sagen, rennen wir in die Richtung, weil hier ist irgendwie nicht viel zu holen. So. Hier war aber jemand fleißig. Hey, vous, plus un geste! Warte. Nee. Wir nehmen doch wieder das andere Ding. Wie viel Power haben wir hier eigentlich noch? Vector. Kaliber 3,9. Vector. Wir nehmen das Ding hier. Oder? Das ist mir zu fett, ehrlich. Rufe Galerien. Ich hab doch hier unten schon gespeichert gehabt. Was ist denn das für ein Scheiß? Jo, na egal. So, bewege dich. Hey, vous, plus un geste! Leise, aber effektiv. Oh, Schalter. Guck mal, guckt euch das mal an. Guckt euch diesen Schalter an. Was hatten wir in den ersten 5 Teilen? Solche Schalter, also wie diese riesen Kästchen und dann die riesen Schalter da dran. Und hier ganz gemütlich. So. Hervorragend. Oi. Das könnte mir fast leid tun. Oh. Ich finde das nicht herrlich. Besser als die Knarre. So, wir gucken uns hier aber erstmal ganz gemütlich um. So, wo kommen wir hier hin? Das ist bloß eine Ecke hier, oder? Hier ist aber nichts. Ja. Was ist hier? Mach mal auf. Sag mir jetzt nicht, du bist hier doch nicht stark genug. Da flippe ich aus. Okay. Ich dachte, jetzt ist was für Codeingabe hier. Können wir hier reingucken? Keine Ahnung. Nein.
Ja. Kann ich noch irgendwas nehmen? Was ist denn hier? Ja, das gucken wir uns so gleich mal an. Rätsel. Was haben wir gerade eingesammelt? Ja. Scheiße, dass wir uns das nicht direkt näher angucken können. So, aber ich würde sagen, Feierabend für heute. So, die weitere, die Erkundung von... Ui. Die Erkundung von diesem Areal setzen wir dann in der nächsten Folge fort. Da haben wir heute das Ganze mit dem Louvre geschafft. Ja, und damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen hier am ersten Weihnachtsfeiertag. Damit Dankeschön fürs Zusehen. Habt noch ein schönes Restweihnachten. Das ist Restweihnachten. Jetzt kommt ja noch ein zweiter Weihnachtsfeiertag. Damit Dankeschön. Und tschüss.